Was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Ich bin heute hier beim wunderbaren Crystal Rock. Man kennt ihn vielleicht. Chips-Mogul, extrem geiler riesiges Haus, einfach ein Gewinnertyp. Einfach sexy. Einfach nur eine geile Sau. Wir spielen eine Runde Ekelpong, haben wir lange nicht mehr gemacht. Allerdings haben wir, schreibt mal kurz auf die Kamera, hier verschiedene Zutaten drin, denn... Es wird gekocht. Es wird gekocht. Das ist echt eine coole Idee, muss ich sagen. Richtig, genau. Wir haben da verschiedene Kochzutaten drin. Ich weiß nicht genau, was es ist. Du, Akani, wenn Akani, wenn du kurz das Maul halten würdest, wäre super, Mann, ey. Danke. Perfekt. Wir haben auf jeden Fall Kochzutaten da drin. Wir müssen, ich weiß nicht, wir machen mit Auftätschen und so immer wieder verschiedene Würfe. Okay. Es sind, glaube ich, 18 Zutaten. Das ist kein perfektes. 22 sogar, so 11 Zutaten für jeden. Das Ding ist an der Stelle, Rob hat da, glaube ich, einen kleinen Vorteil. Der hat das eine oder andere schon mal Bierpong gespielt, so wie ich das gesehen habe. Ja, ich glaube, ein, zwei Mal. Ein, zwei Mal ist das, glaube ich, also hier steht auf jeden Fall kein professioneller Bierpong-Tisch oder eine Tischtennisplatte. Und jedes Mal, wenn ich hier war, wurde das sicherlich nicht gespielt. Das wäre komplett dumm. Aber die Sache ist, dadurch, dass es random ist, habe ich gar keinen Vorteil, weil ich ja gar nicht weiß, wohin ich ziehen muss. Doch, weil du musst ja treffen und das würde ich wahrscheinlich jetzt an der Stelle schon mal machen. Ach so, okay, ja gut. Aber da musst du einfach nicht kochen. Das stimmt. Ich koche einfach. Smart. Du kochst einfach was richtig Geiles und ich sitze hier und genieße einfach. Chillig, Mann. Alright, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Den ersten einfach direkt rein, oder? Ja, würde ich sagen. Okay, beginnen wir gerne. Natürlich. Let's go. Okay. Das wird, glaube ich, ein bisschen dauern, aber ist okay. Zack. Oh. Oh. Einen habe ich jetzt, eine zu. Einen hast du schon, okay. Ja. Nimm die mal raus. Darf ich das? Das ist ja eben, ja klar. Darfst du schon sehen? Was ist es? Mehl? Ja. Jackpot. Mehl ist richtig hoch. Okay. Damit. Akani, gib da. Ach Mann, hab ich jetzt schon eine Vision. Okay, Mehl. Das heißt, mit Wasser hätte ich auf jeden Fall schon mal einen Teig. Damit kann ich leben. Wenn da jetzt irgendwie sowas Ekelhaftes kommt, damit kann man halt wirklich legit nichts machen. Bro, das kann doch nicht sein, das ist zu dumm dafür. Oh, Chili-Flocken? Ja. Perfekt. Mehl und Chili? Ja, das ist super. Alright, okay. Digga, ich hab gleich nur noch Scheiße, wenn ich nicht treffe. Hoffentlich. Oh, schön. Was ist es? Was für... Was ist das? Saure Gurken? Ja, ist okay. Oh, Digga, weiß ich ja nicht, ne? In einem Wrap? Boah, ich liebe diesen Saft, muss ich ehrlich sagen. Hast du den gerade einfach getrunken? Ja, Alter, du hast eingesperrt, du Psychopath. Nein, das ist so lecker. Junge, what the... Oh, stark. Schöner Wurf. Was haben wir? Oh, oh. Was ist das? Nein, was ist das? Senf? Alter, passt. Jetzt haben wir Mehl, Senf, Chili. Perfekt. Oder Chili und Senf ist scharf. Das passt schon mal. Du hast auf jeden Fall jetzt eher was Herzhaftes bis dato. Was ist das? Das sind Eier. Eier? Aber Eier sind auch OP. Eier sind sehr OP. Das ist eine Grundlage für viele Dinge. Du könntest jetzt einen Spiegelei machen. Spiegelei mit Gurken. So. Chillig. Was ist das? Kakao. Kakao? Kakao und Chili Dough, kein Bad Match. Arsch. Nehmen wir mal deinen Glücksball. Schauen wir mal. Kakao und Chili, also Schokolade und Chili ist ja ein Ding, ne? Könnte. Bro, ich muss treffen, was ist denn mit mir? Oh, sorry, sorry. Wir sind aber so dumm, dass die Tür da hinten auf ist, ne? Ja, ist das ist einfach zu. Boah, also. Nochmal. Perfect. Yes! Okay, wir spielen Bouncing Ball. Das ist strong. Milch. Was ist das? Milch. Okay. Oh, Milch und Eier? Das ist geil. Vegane. Du kannst jetzt ein geiles Omelette machen. Ja. Vegane Milch, muss man sagen. Oder Pancake, nee. Doch, Mehl fehlt ja. Ja, du, so eine Grundzutat. Milch. Milch, Eier, stark. Milch, Eier und... Ah, komm schon, komm schon. Was ist das? Honig? Ist okay. Oha! Was ist das? Das ist okay. Zuckerstreusel. Zuckerstreusel, Eier, Milch und eine Gurke. Boah, Dicker, weiß ich nicht. Oh, what the fuck, Bro, der Trickshot Boss. Ach komm schon, du hast schon so geguckt. Jägermeister? Jägermeister? Wir kochen für den anderen, ne? Ich weiß. Oh shit, okay. Ui. Achtung, der geht auch. Ein Becher musst du noch treffen. Was ist? Warum hörst du denn schon? Was hast du? Veggie Nuggets. Okay, ja. Ganz ehrlich. Du kannst was Krasses machen. Ich weiß genau, was ich mache. Wirklich, jetzt schon? Ja, aber ich brauche Gemüse. Okay, einen müsst du noch. Na, das ist das? Karotte. Yes, sir! Ui. Was ist das, was du wolltest? Nein. Was ist es? Was ist es? Puh, eingelegte Tomaten. Perfekt. Und der Rest ist jetzt von mir? Ich dachte, das wäre 8 nehmen. Was ist das?
Oh nein, oh nein. Zorgas, Knoblauch, Bro. Oder? Ja. Das, oder? Du machst mir einfach ein geiles Omelette. Mit Zuckerstreuseln. Ja. Okay, nochmal auftischen. Ja, ey, komm, das kann da, das kann da nicht drin bleiben. Okay, wenn du willst. Es ist ein Apfel, es ist ein Apfel. Junge, was für ein Wurf. Ich weiß nicht, was das ist irgendwie. Ist das Mayo? Ach ja. Ja. Perfekt. Was war das? Der kann da nicht drin bleiben. Was ist das? Du hast den Babybrei gewonnen. Banane-Apfel-Babykeks. Jackpot einfach. Dicker, ich weiß, was ich mache, glaube ich. Das ist auch so richtig lecker übrigens. Also jetzt mal legit theoretisch. Oh oh. Was oh oh? Rotwein. Das riecht ja direkt, ne? Nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Oh. Stark. Oh, das ist gut eigentlich. Backpulver. Ah, ja. Backpulver. Das zählt. Was war das? Okay, das ist ein Gummibärchen. Oh, jetzt müsst ihr beide noch einen, ne? Also wenn jetzt Rob trifft, dann ist vorbei. Was war das, Digga? Ja, stell mir jetzt hier den Tür. Oh. Oh, shit. Oh. Was ist es? Du hast die Chips bekommen. Aber welche Chips? Die Robs. Die Wodka? Ey, ich glaube, ich habe mehr Glück gehabt als du. Gut, ich habe jetzt hier bei mir Chips, Gurken, Sojamilch, Knoblauch, Eier und Möhren. Für mein herzhaftes Ding, für das Süße habe ich Zuckerstreusel, Gummibärchen, Hip Babybrei aus Bananen und Keksen. Rotwein, das ist interessant, aber mit Rotwein kann man eigentlich immer geil kochen. Ja. Und einen Apfel. Wir werden natürlich die restlichen Sachen, klar, die überbleiben, schmeißen wir natürlich alles weg, ist klar. Und wir haben auch eben noch 200 Gramm Steak in den Müll geworfen. Nur, dass ihr das wisst, dass wir jetzt hier nachhaltig verhalten. Natürlich nicht. Obviously essen wir das alles und es ist alles vegan und hier wird nichts weggeschmissen, das kennt ihr ja bereits. Okay, was hast du? Ja, wie gesagt, ich mache einen Wrap. Mhm. Und wenn ich einen Wrap machen will, dann muss ich erstmal mit dem Teig anfangen. Alright. Das heißt, das wird erstmal mein Fokus werden. Aha. Zum Glück habe ich Mehl bekommen. Ich fange einfach an mit meinem Omelette, glaube ich. Knoblauch erstmal. Guck bitte nicht, wie ich die Knoblauchzehe schneide, bei Gott. Bruder, dein Daumen auf. Du schneidest hier gleich ein Stück von deinem Daumen auf. Nein, glaube ich nicht. Guck mal, ich fange hier so richtig dumm an einmal und er macht direkt einen Teig. Aber solange es schmeckt im Würzen, bin ich extrem okay. Holy shit, bin ich ein guter Würzer. Du hast aber nur ein Gewürz, ne? Was? Das ist gar kein Gewürz. Bitte? Julius, das hier ist Würze pur. Das? Das Gurkenwasser ist Essig und Pfeffer und sowas. Da sind so viele Gewürze drin. Und das ziehst du da raus so? Ein bisschen Salz, natürlich. Ich dünste dann die Karotten. Keine Ahnung, Alter, ich weiß es nicht. Guck mal, auch mal den habe ich ja auch ständig für uns gekocht. Ja, das stimmt. Und das war immer lecker. Halt's Maul, Alter, sag doch jetzt nicht sowas. So, und jetzt mache ich hier ein bisschen Sojamilch rein. Ganz klein bisschen für die Cremigkeit des Omelettes. Einfach, weil ich denke, dass das nice ist. Ein kleinen Schuss Gurkenwasser rein. Weil es hat ja Würze. Das ist ja Essig und so. Und ich glaube, das ist gar nicht verkehrt. Ey, ihr hattet doch Wodka mit, oder? Ja. Ah, willst du noch was? Nee. Ja, wir trinken den. Ich finde legit gerade einfach nicht das Nudelholz. Digga. Digga, euer Ernst? Ihr kocht Pushkin? Bro, nicht ich. Das waren die Jungs. Ich hab gesagt, wir sollen anderen nehmen. Du wolltest den nehmen. Ich hab gesagt, das wird so eklig, da macht es keinen Unterschied, ob er 8 oder 10 Euro kostet. Doch, es macht immer einen Unterschied. Guter Wodka macht immer einen guten Unterschied. Das sieht so geil aus bei dir. Ach, das sieht richtig, richtig gut aus. Also rechts ist so ein bisschen... Was? Sieht schon ganz gut aus, ne? Joa. Alter, das ist so krank, was du da machst. Holy shit, Bro. Warte, warte. Das ist Katastrophe. Jetzt kippe ich das einfach drüber. Das sieht so richtig gut aus. Naja, richtig gut ist relativ. Egal, es wird schon klappen. Irgendwie wird es schon klappen. Eigentlich machen wir das Omelett einfach hier so rein, ne? Ja, ja. Ich mach das jetzt auch. Das ist ein kleines Omelett, ne? Das ist ein kleines Omelett, ne? Kannst du das nicht auch so... Digga, das ist so dumm, weil Saltberg geht ja alles daneben, dem Idioten, Alter. Lass auf, bitte. Bro, what the f***, was hast du da? Digga, bei random Zutaten kommt ihr mir mit so. Was? Hallo. Sieht irgendwie ganz komisch aus, diese Masse mit der Farbe und so. Ui. Ich hab die jetzt einfach auch mal mit Honig mariniert, so müsste funktionieren. Probier ich mal das Brot. Kann man machen. Fresse. Das riecht gar nicht so schlecht irgendwie. Ja, Apfel, Rotwein ist ja auch ein Ding. Halt's mal, das funktioniert wirklich.
Siehst du das? Ja. Okay, mein Apfelding hat wirklich funktioniert, das ist crazy. Jetzt steht und fällt mein ganzes Gericht. Und zwar, boah, kann ich nochmal ganz kurz... sieht sehr wild aus. Bitte, lass dich auspacken. Scheiß Kinder-Babybrei, es muss eigentlich funktionieren. Das hat, glaube ich, noch niemand gemacht, oder? Babybrei in die Pfanne? Oh, noch nie gehört. Das wird doch einfach ein Pfannkuchen, oder? Aus dem Babybrei fangst du von der... Boah! Ganz billig. Was ist das denn jetzt? Was denn noch? Immerhin habe ich einen. Ja. Und ich glaube auch, die Äpfel sind wirklich gut geworden. Okay. Schon wild, Alter. Ich würde noch mal gerne ein Baby sein. Ich habe ja das Zeug eigentlich. Ja, das hier hat nicht so gut funktioniert. Alter, ich drehe kurz meinen Babybrei-Pfannkuchen. Boah, mal gucken, wie ich meinen Rap jetzt... Halt's Maul, was hast du da gemacht? Das ist so... Das sieht geil aus. Digga, das ist einfach so nass und ich rap drauf, glaube ich. Ach doch. Ich würde das einfach mal. Das ist erst so traurig, ne? Das Ding ist, Julius, was du nicht weißt, innen drin sind Gurken. Mann, Gewürzgurken. Überraschungs-Spoiler. Okay, also ich präsentiere mein Omelette mit einer Apfelreduktion karamellisiert. Ja, das war's. Und ich habe ein Veggie-Chicken-Wrap mit einer Mayo-Senf-Honig-Soße. Ja. Es ist beides essbar. Ja, denke ich auch. Okay, ich habe einen kompletten Wrap hier. Das ist einfach insane. Ja, also der schmeckt auf jeden Fall. Das macht mich happy. Ja, mein Omelette wird auch gut sein. Da ist eine Überraschung in der Mitte. Gewürzgurken. Ist das so ein Omelette-Rouladending? Genau. Hätte schlimmer sein können. Also sagst du, es ist lecker oder also, okay? Es ist okay, es ist wirklich okay. Es ist irgendwie überraschend süß. Süß? Mhm, wie es auch immer. Von den Paprika-Chips kann das doch nicht sein. Von deinen Chips ist das ganz gut, oder? Mhm. Hä? Aber vielleicht habe ich das in der gleichen Pfanne ausgebacken aus Versehen. Ja, das kann sein. Sonst? Also das Omelett ist voll in Ordnung. Was würdest du dem Restaurant noch vergeben? Oh, ich weiß nicht. Also, geh mal mit den Gurken. Willst du eine Schulnote haben? Ja. Theoretisch darf man nicht meckern. So. Mhm, okay. 3-. 3? Ich bin nicht zufrieden mit, das passt. Ja, voll. Also, warte ab, bis du den Nachricht probierst, glaub. Also das geht echt voll fit, also ich esse doch auf. Also. Das Apfelding wird dich anders wegschallern. Okay, probier jetzt mal hier den Wrap. Wow, die Soße ist krank. Fand ich auch, aber im Endeffekt, ich hatte auch voll das Glück. Mit Mayo, Senf und Honig kannst du halt legit nichts falsch machen. Ja, das ist gut. Da würde ich eine 2 plus für geben. Ja. Unter Umständen. Mhm. Aber du musst jetzt auch das essen, weil wie gesagt, dann wirst du auf jeden Fall deine Note korrigieren. Okay. Ey, du musst wirklich in den Apfel, diese Apfelstücke. Mhm. Let's go. Diese Apfelstückchen sind nicht schlecht. Siehst du? Mhm. Und das Häppchen ist auch lecker, ne? Ja. Das Einzige, was stört, theoretisch wären die Gummibärchen. Aber die sind so ein bisschen Deko. Richtig, genau. Das ist so, eigentlich isst du erst den Pudding und zum Schluss gibt es die Gummibärchen. Genau, als Belohnung. Genau das. Mhm. Aber es mit den Apfeln hat richtig gut funktioniert. Ja, ne? Mhm. Einfach diese Zuckerdinger. Es schmeckt wie so karamellisierte Apfel. Ja, und so die ganz leichte Rotweinnote, oder? Top. Super. Und die haben sogar Crunch. Ja. Mhm. Und das hier ist todeswild, Mann. Das ist einfach todesgeil. Das ist einfach... Übertrieben lecker. Was ein verdammter Rap, Digga. Plötzlich macht der da einen Teig, ich komme nicht klar. Ich wüsste nicht mal, dass man sowas in der Pfanne einfach machen kann. Ey, am Ende des Tages ist Teig auch nur Wasser und Mehl. Und merkt euch das. Bisschen Salz. Hammer. Ey, das war eine geile Challenge. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Das ist auch sowas zum Zuhause nachmachen. So, ja, wenn ihr mal irgendwie so einen Langeweile habt. Ja, voll, so an einem Freitagabend auf, witzig, so passt. In diesem Sinne, checkt gerne bei Rock aus. Ich glaube, da drehen wir auch noch was. Bestimmt. Ne? Nicht. Dann schau einfach bei Sober Rob vorbei, da gibt es sicherlich auch andere Videos zu finden, wahrscheinlich dann ohne mich. Oder bis zum nächsten Mal und ciao.